Das Sportinternat Leverkusen. Für alle eine Erfolgsgeschichte. Super System, das jedem jungen Spieler weiterhilft. Und ich glaube, man ist hier ziemlich gut aufgehoben. Top-Talente unterschiedlichster Sportarten haben hier beste Bedingungen. Das Trainingsgelände ist einfach super, die Möglichkeiten sind super, man kriegt super Unterstützung. Für junge Sportler vor allen Dingen ist es halt einfach eine richtig gute Möglichkeit, um nach ganz oben zu kommen. So haben Leistungssportler ihre Zukunft im Griff. Das Sportinternat hier in Leverkusen ist sehr professionell. Es ist überzeugt durch Herz und Leidenschaft. Also wir sind ein tolles Team, tolle Mitarbeiter. Untergebracht, zum Beispiel in Gastfamilien oder Wohngemeinschaften, schafft das Sportinternat ein Umfeld, in dem Talente sich wohlfühlen. Nach dem Frühstück bringt der Fahrservice die Leistungssportler zur Schule. Es gibt ein großes Verbundsystem mit Schulen, das Freiheiten schafft, um die jeweils sportlichen wie schulischen Ziele zu erreichen. Uns ist ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Schüler unterstützen, begleiten, fördern in der Bewältigung einer ganz besonderen Herausforderung, die sie heutzutage haben. Nach der Schule geht es zum gemeinsamen Mittagessen. Die Vielfalt des Sportinternats ist eins der Erfolgsrezepte. Talente aus verschiedensten Sportarten tauschen sich aus und profitieren voneinander. Man kommt mittags ins Internat und wird direkt super aufgenommen. Man geht am Mittagessen und man vermisst zu Hause die Familie zwar schon, aber ja, man wird aufgefangen. Die schulische Betreuung im Internat findet im Einzelunterricht oder in Kleingruppen statt. Und das, was uns da besonders macht, ist halt individuell auf den Schüler halt einfach einzugehen, ne? Immer genau zu gucken, welche Fächer laufen besonders gut, welche Fächer laufen nicht so gut, wo ist das Ziel, das Persönliche. Die persönliche Betreuung und Unterstützung gibt es natürlich auch in den Gastfamilien. Auch wenn man private Probleme hat, es war immer jemand da, mit dem man irgendwie sprechen konnte, der versucht hat, Probleme mit einem zu lösen. Eine kraftvolle Gemeinschaft. Olympische und paralympische Sportler starten zusammen durch. Ja, Inklusion ist bei Bayer eigentlich kein großes Thema, weil es für uns eigentlich normal ist. Dieses Wort ist für uns jetzt, sage ich mal, in einer gewissen Art und Weise ein Fremdwort, weil wir das schon immer so gemacht haben. Nach dem Schulabschluss bietet die Bayer AG als einer der größten Sportförderer Deutschlands berufliche Perspektiven in Ausbildungsprogrammen. Wir setzen uns mit jedem Einzelnen zusammen und besprechen die nächsten Jahre mit ihm, sowohl sportlich als auch schulisch ausbildungstechnisch. Das heißt, jeder hat hier die Möglichkeit, sich individuell zu entfalten. Vom Sportinternat Leverkusen bis in die Nationalmannschaft. Ja, ich denke, dass alles so ein bisschen zusammenkommt. Also die Lehrer im Internat haben klar richtig viel Rücksicht auf uns genommen. Die wussten, was sie für einen stressigen Tagesablauf haben. Und auch bei Bayer, die Trainer wussten das. Auch wenn du dann mal eine Trainingseinheit Pause brauchtest, weil du wirklich was für die Schule machen musstest, wurde auch darauf Rücksicht genommen. Und das ist eigentlich das Gute. Das Sportinternat Leverkusen. Für alle eine Erfolgsgeschichte. Die Betreuung von jungen, hochtalentierten Athleten und Athletinnen im Rahmen der dualen Karriere ist für uns ein ganz wichtiges und wesentliches Merkmal der Bayer Sportphilosophie. Bayer Leverkusen ist mein Verein, ist meine Liebe. Das Bayer-Kreuz auf der Brust zu tragen, das ist einfach einzigartig.